Unklare Provisionsketten. Meistens ist es ja so, Konzerne, die Software beauftragen oder größere Unternehmen, die Produkte haben, die Softwareprojekte entwickeln lassen, meistens auch durch Externe. Die beauftragen irgendwelche Vermittleragenturen, die teilweise heftige Margen nehmen für eine sehr fragwürdige Dienstleistung, wo man einfach einen Bewerbungspost auf Freelancer Map erstellt, wo sich dann die Entwickler bewerben. Dann frage ich mich, warum schaffen das die Kunden nicht selber?